Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode von Das Schwarze Auge Schicksalsklinge oder Realms of Arcania Blade of Destiny Classic. So, schauen wir, ob wir das Passwort erraten. Nördlich von Effadun. Das ist Merske. Papogam. Ja, puh, gleich mal speichern über diesen einen Save da drüber. Ja, wir hatten eine harte Zeit letzte Woche, oder letzte Woche eigentlich letzte Episode, so ist es richtig. Eieiei, gerade noch überlebt. Die Versteinerung, sind jetzt in Torwall, sind jetzt wieder voll ausgerüstet. Ja, haben mehr als wir noch brauchen. Und werden uns jetzt wieder Richtung dieser Herberge machen, die uns ins Verderben gestürbt hat. Überlegt gerade, ob wir mit dem Schiff fahren sollten. Ja, fahren wir mit dem Schiff, vielleicht erleben wir was dort. Und zusätzlich können wir vielleicht Reisezeit sparen. Muss nicht sein, aber laufen tun wir immer. Klar könnte man Kräuter suchen, aber fahren wir mit dem Schiff. So. Moment ganz kurz, Adalarin, ja, der hat die Bolzen genug. So, was haben wir heute noch? Oh, und zum Glück auch noch! Swafnitzeke ist dort da! Im Hafen liegt ein kleiner Kutter namens Jalanstolz. Mensch, ist das nicht Swafnitzeke dort das Schiff? Meint Adalarin aufgeregt. Ihr schaut euch den Kahn genauer an. Als ihr euch dem Schiff nähert, seht ihr an dem Bord, so, dass ich es mal richtig sage, an Bord einer Frau von kräftiger Statur, die mit dem Aufwickeln von Tauen beschäftigt ist. Offensichtlich ist sie so in ihre Arbeit vertieft, dass sie euch nicht bemerkt. Eda, seid ihr Swafnit Egilstotter? Erschrocken fährt die Frau von ihrer Arbeit hoch und dreht sich zu euch um. Ja, das, die bin ich. Und wer seid ihr? Fragt sie mit energischer Stimme. Ja, stellt euch vor. Und was wollt ihr ausgerechnet von mir? Ihr sucht, es geht um Hügelig. Meinen Urgroßvater, der ist doch schon lange tot, was kann da heute noch interessant sein? Ihr erzählt die ganze Geschichte. Ach so, na jetzt weiß ich, worum es geht. Tja, der gute alte Hügelig, dass er so ein Ende nehmen musste, diese widerlichen Orks. Und ihr wollt also sein Schwert wiederbringen? Naja, ich will mal nachdenken, wie ich euch weiterhelfen kann. Fragt mal bei Ragnar Friedrundsdott, dem Viehzand, nach. Ihr Onkel war ein Urenkel von Hügeligs Braut. Es gibt einen Großenkel von Hügelig, der wohnt in Angorbeertal. Wie war gleich sein Name? Ach ja, er heißt Björn Jallason. In Brendil gibt es einen, der heißt Thiomas Wafnitzon. Ich glaube, der ist auch irgendwie mit Hügelig verwandt. Puh, ich mir die alle merke. Sie grübelt eine Weile. Ach, was soll's. Ich kann mit dem Pergamentfetzen sowieso nichts anfangen. Ich habe da eine Karte, die habe ich von meiner Großmutter gehört. Aber ich sag's euch gleich, da werdet ihr auch nicht viel mit anfangen können, weil mehr als die Hälfte fehlt. Außerdem gibt es dann noch ein Problem. Ich habe die Karte nicht dabei. Die ist in Arin und wir müssen sie erst holen. Hm. Habt Dank, aber das dauert uns, wenn ihr das tun würdet? Na klar, macht euch reisefertig, wir laufen gleich aus. Ei, ei, Captain, ihr geht an Bord. Sofort macht Waffel der Schiffschracker und eine Viertelstunde später stecht ihr in See. Ihr fahrt die ganze Zeit die Küste entlang, nach wenigen Tagen erreicht ihr Arin. Wartet hier, sagt Waffel, und schon ist sie verschwunden. Zwei Stunden später kehrt sie zurück und überreicht euch einen vergilbten Pergamentfetzen. Da ist die Karte. Ich hoffe, euch nützt sie mehr als mir. Ihr betrachtet das Pergament. Supi, wieder mehr. Ich muss jetzt über Prem und Skjal nach Ottaje. Wenn ihr wollt, kann ich euch noch ein Stück mitnehmen. Ja, das wäre super. Fahren wir gleich drüber. Wo soll ich euch denn absetzen? Wir fahren bis zum ersten Ort. Setzt uns in der Mitte. Nehmt uns mit zum letzten Ort. So, da wären wir. Hätte mich gefreut, euch helfen zu können. Ihr bedankt euch bis Waffel und nach einer langeren Verabschiedung geht ihr von Bord. Die Torwallerin winkt euch vom Schiff aus noch einmal zu, dann sticht die Jallenstolz wieder in See. Boah, das ist Glück. Und wir sind in Ottaje, ne? Das hat sich ausgezahlt. Wir haben die Karte,
Senotai. So, und jetzt machen wir dort das klar. Nein, wir reisen weiter. Ich möchte nochmal. Ein kleiner Kutter, na, den brauchen wir jetzt nicht. Ich möchte. Genau. So. Ich möchte jetzt alles ausräumen und ich hoffe, wir werden nicht nochmal versteinert. So, da haben wir durch Zufall einen Geheimgang gefunden. Das war wirklich sehr dubios, das Ganze. Carissa, mach die Truhe auf. Eine Skryer ist drin. Vielleicht eine magische Skryer? Okay, das ist nichts Besonderes, dann schmeißen wir sie weg. Wir haben noch dabei Geld genug. Und ich möchte nicht gleich heraus. Zu Winters Mutter, dass wir tausendmal hin und hier raufen. Okay. Dann gehen wir da unten mal weiter. Bleibt plötzlich wie angeburt das stehen. Sie kann die Füße nicht mehr vom Boden heben, denn hier eine klebrige Füße zu bedecken scheint. Carissa zerrt vergeht, kommt aber nicht los. Carissa zerrt, kommt endlich los. Hat sie eh nichts verloren, okay. Sehr schön, Carissa. Okay, gehen wir mal weiter. Skelett. Sehr schön. Das heißt hier. Oh, was ist das? In diese Richtung geht es nicht weiter. Ja, und was ist das? Schaut cool aus, kann aber nichts. Krass. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Zauber. Moment mal kurz. Mach mal bitte kurz Penetrizer. Schauen wir mal kurz nach, ob hier Geheimgänge sind. Bevor wir weitergehen. Ja, da wären Räume. Das heißt nicht, dass Geheimgang ist, aber es sind auf jeden Fall Räume. Vielleicht schauen wir einfach mal so. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal, oder? Ja genau, da portet er mich hin und dann kann ich nicht durch. Kann ich dann da vielleicht? Okay, da kommt man. Oh Moment, ich könnte mich auch mit einem Transversalis einfach reinporten. Falls ich das schaffe. Marek, schaffst du das? Ich möchte hier hin. Sauber! Marik! Ich bin begeistert. Mumien! Da muss jetzt einfach ein Ignifaxis her, weil das brennt so richtig geil. Oh, so ist misslinkt. Das ist schade.
Da sind sogar Magier, jetzt fällt es mir gerade auf. Hey, da habe ich ein bisschen übersehen. Bin ich hier in eine ganz geile Gegend reingeportet. Puh, kannst du vielleicht... Böser Blick. Schade. Okay, du gehst auf jeden Fall auf einen von den Magier los. Oh, Gott sei Dank. Wow, 18 Schaden ist nicht schlecht. Okay, jetzt bin ich fast am Überlegen. Die Mumie, der ist eh easy beschäftigt. Ob ich die Magier nicht lieber töte. Gut, dass die Mumie eins vorgegangen ist. Mach bitte. Mach mal einen Fulminictusier hier, bitte. Okay, der heilt das auch noch. Okay, zum Glück nur 9 Schaden. Au. Okay, passt. Der Magier ist geschwächt. Schade. Sorry, aber ich will hier den Magier nicht davonlaufen lassen. Adalarien, töte ihn. Sehr gut. Okay, dann geht er mal lieber. Geht zum Magier. Bisschen wenig Schaden, hat die Ehrenrappe noch. Und der könnte natürlich einen Amadrutz umhaben, klar. Und zum Glück ist immer schön schon Strahlnigi ausgegangen. Jawohl, gib's ihm mit dem Besen. Der Magier kommt nicht mehr. Geschichte. Sehr gut. Sehr schön. Ah, schade. Okay, ist gut gegangen. Die haben auf jeden Fall überrascht. Totenkopfgürtel. Ja, werden wir nicht alle brauchen, aber das sind die, was ich schon diesen Monat hat. Ja, wo man Totenangst einfach verbessert. Er hat jetzt aufgenommen, ja. Zum Beispiel jetzt ganz kurz wechseln. Genau. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht, die werden wir verkaufen, würde ich sagen. Die geben wir das Mona. Ah ja, sie trägt auch sein Schwert.
Puh, so, aber dann würde ich sagen, Desmona-Sicherheitshalber. Mach Hexenspeichel auf Gringalf. Boah. Nein, ich Trottel, das war ein Heiltrank. Ach Gott, ich habe den falschen genommen. Mein Fehler. Okay, dann machen noch Hexenspeichel auf Carissa für 10. Und wenn. Okay, lass das mal so. Wie viel hat ein Gringalf Lebensenergie noch? 33, das passt. So. Man sich mal reingeportet. Das Geheimversteck. Schauen wir mal, ob es da irgendwo durchgeht. Ja. Mumien wieder. Da war eigentlich sozusagen der Endkampf unten weniger krass. Es wäre auch überhaupt nicht krass, wenn nicht plötzlich alle versteinert gewesen wären. Das war wirklich unerwartet. Ah ja, gib ihm ein bisschen. Ah, Satalarin trifft mal nicht, das passiert auch selten. Sehr schön. Sehr gut. Parade gegen Parade. Sehr schön. Gib sie mit dem Stock. Silberstreitkolben. Das ist was Spezielles. Das sind wirklich einige magische Sachen. Das schaut zumindest für mich. Lieber Marek, sag mir, was das hier genau ist. Sehr schön. Silberstreitkolben. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Ja, und würde mich interessieren. Gegen Vampire so, weiß nicht, ich könnte das schon was bringen. Sich da mal nachlesen, ob der was kann. Oder einfach nur viel wert ist, aber interessanter Gegenstand. So. Dahin kann man nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie man da genau reinkommt. Moment, und da kommt man nicht durch. Hoppala. Okay, wenn ich da jetzt so stehe, möchte ich daher. Ja, dann würde ich sagen, porten wir uns wieder. Wenn das gut klappt. Aber da wird Marek vorher etwas schlucken müssen. So, Marik, kriegst du das nochmal hin? Das war schon ziemlich cool von dir.
Okay. Ihr hört von irgendwo ein Knirschen. Es ist also geschafft. Genau, da habe ich mich geportet. Da drüben gibt es auch noch was. Da unten gibt es auch noch was. Ein Skelettus. Lassen wir das Skelett zu uns kommen. Das Meisterskelett. Wohl doch nicht so meisterhaft. Hier steht eine Statue, die einen geköpften Rahmen darstellt. Offizielle Verhöhnung. Warum wollt ihr die blasphemische Artefakt zerschlagen? Ja. Als ihr auf die Statue einschlägt, durchzuckt ein greller Blitz den Raum. Einige Minuten später erlangt ihr das Augenlicht wieder und könnt erkennen, dass sowohl die Statue nicht mehr existiert, als auch in der Westwand ein Gang aufgetan hat. Wow! Also, das sind so krasse Sachen. Okay, jetzt kommen wir da zumindest raus. Das ist gut. Oh, fuck. Fast rasten. No risk, no fun, würde ich sagen, wir könnten essen, trinken, aber wir können schon noch. Es hat sicher auch Erfahrungspunkte gebracht. 553. Ich dachte, dass ich da sie. Ist bald wieder ein Level up. So. Ich glaube, die Kiste haben wir zum Beispiel noch nie. Ah, warte mal, was ist da? Tür haben wir gar nicht gemacht. Und war da nicht noch andere Sachen? Skelettus. Also das ist auf jeden Fall ein Schwarzmagier. Vorposten. Sehr schön. Und Zombine.
der Aufwand fast nichts wert. In dieser Nische ist ein Mensch an die Wand gekettet, der offensichtlich nicht mehr ganz bei Sinn ist. Der Sphärenriss, nur noch wenige Stunden, brabbelt er immer wieder. Er löst seine Ketten, doch er macht keine Anstalten, wegzulaufen. Ja, die haben da einiges vorgehabt. Ich hoffe, ich räume da jetzt alles aus, da. Das ist Schwarzmagier. Gesocks hier. Sehr schön. Ja, er war sonst nichts, es war nur, dass da ein Skelett in der Ecke war. Puh, so, dann machen wir mal die Türe auf. Zwei Skelette. Fast mit Magiern gerechnet. So, jetzt haben wir sehr schön, die halten zum Glück nicht so aus. Komm mal da, Laren, du denn bist es. Sehr gut. Hier liegt die noch recht frische Leiche eines jungen Wanderers, der offensichtlich von den Zombies im Schlaf überrascht wurde. Er wollte die Leiche untersuchen. Der Wanderer hat noch folgende Gegenstände: sich Decke, Wasserschlauch, toll. Das lassen wir ihm alles. Hier liegt die noch recht. Okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Oder was steht denn unten? Ihr könnt nichts entdecken. Ich hätte mir eigentlich nur gern noch Bohr und Segen gesprochen. Okay. Gut, da unten könnte theoretisch noch was sein. Hier, und hier ist auch eine Tür. Oder eine Truhe, aber hier könnte auch noch was sein. Hoffentlich verstehen wir uns nicht wieder. Vor allem krass, dass alle bis auf einen versteinert würden. Aber Moment, wenn ich schon mal hier bin, dann mach doch bitte Marek einen Penetritzel hier und schauen wir. Hier ist wirklich ein Raum. Die Wand im Süden trägt eine Inschrift. Vorsicht, nach drei Schritten nach links. Ja. Okay, hier haben wir eigentlich alles gesehen. Hier war das Loch. Ich weiß gar nicht, ob wir die geöffnet haben. Naja. War vielleicht auch diese Mega-Falle. Was war das jetzt? Okay. Hier führt der mechanische von nach oben. Wollt ihr ihn besitzen?
den Raum weiter untersuchen. Okay. Gut. Alchemie-Set, Charisma-Elixier, nochmal Wunderkur, Gegengift, Rezept für Wonicon, kräftig sind starken. Das haben wir zwar, glaube ich, schon alles, aber. Aber trotzdem gut. Wir haben übrigens immer noch Winter, ja. Aufzug benutzen. Bis auf die beiden Zauberer und die Miumen, die hier offensichtlich Wache stehen, ist der Raum leer. Am Boden ist mit frischem Blut ein Heptagramm gezeichnet, über dem seltsam grünliche Nebelschwaden stehen, aus denen sich langsam konkrete Formen bilden, die Beschwörer unterbrechen. Ja, das war das, wo ich mich reingeportet habe. Puh. Mari, kannst du uns hier rausbringen? Müssen wir uns wirklich nochmal porten? Wäre toll, wenn es dir gelingt. Ich weiß, das kannst du noch nicht gut. Aber, Marie, du schaffst das schon. Bin da ganz bei dir. Du trinkst jetzt mal noch einen ordentlichen Schluck. Und dann geht's dir gleich besser. Womikum haben wir ja alle schon, Kraftelixier. Das brauchen wir nicht nochmal. Also jetzt können wir eigentlich, ne, werden wir verkaufen. Ups. Interessant, dass das gleiche nochmal ist. So, Marik, hol uns hier raus. Ich würde gern hier hin. Sehr schön, danke. Oh. Wir sind in der Spotter. Wir werden jetzt nach Otaye gehen. Gehen wir da runter oder wollen wir woanders hin? Wir könnten jetzt, weil es Winter ist, können wir da nicht hoch zum Schatz und so weiter. Ich möchte auch diesen Pass da gehen, aber das können wir jetzt alles im Winter sowieso nicht. Wir könnten die Insel gleich mal machen. Ja, aber gehen wir nach Otaye und von Otaye filmen da dahin. Desmona! Mach mal Wache, ich brauch jetzt keinen Kampf, um ehrlich zu sein. Jetzt an Land, Adalarion, na nicht Adalarion, Desmona, Adalarion, kannst du jetzt was zum Essen? Kann keine Tiere entdecken, okay. Da ist nicht viel. Ja, das war klar. Wenn wir keine Wachen aufstellen. Ist so geil, wie sie einfach einen normalen Sound haben.
Tschüssi. Die Spur aufnehmen. Ja, Adalarion, kannst du so sehen, sie euch nicht warnt. Ein etwas abseits stehendes Titanrest hier. Der Blitz hat dich Teil der Herde verfolgen. Okay, wir haben keine Chance. Naja, wir hätten es ja probieren können. So, Otaye. Als erstes wird mal verkauft. Und geschlafen und so weiter. Carissa, was hast du zum Anbieten? Wir brauchen kein weiteres Alchemieset. Ja, und eigentlich brauchen wir die Rezepte auch nicht. Ich glaube, dass man die gar nicht braucht. Vielleicht schon. Müsste ich jetzt wirklich mal ausprobieren. Okay, seine nehmen wir noch nicht mit, aber ihre brauchen wir definitiv nicht. Interessant, sie würde die Totenkopfgürtel abnehmen, dann geben wir sie. Du kommst heute ohne Fälschung, wenn wir so gut drauf sind. So. Mehr von Creamer. Ich hätte gern noch andere Händler. Also so der gleiche. Sorry. Waffenhändler, was habt ihr so? Habe ich eigentlich was Waffiges zum Verkaufen? Ja, eventuell den Silberstreitkolben. 15 Dukaten! Ja, der muss schon was Spezielles sein. Also den möchte ich mir schon noch behalten. Oder ich lese kurz nach. Aber das könnte ich auch nach der Episode machen. Aber ich verkaufe ihn noch nicht. Der ist mehr wert als der Hexenbesen. Gibt's hier auch einen Kräuterhändler. Wir haben Otaye noch gar nicht so erforscht. Schmied gibt es. Nein. Kann das sein, dass das wirklich komplett Otaye ist, dass die hört nicht viel haben? Ja, es ist nicht Prim oder so, dass das die nächste Ortschaft wäre. Da unten könnten wir noch schauen. Gut, es gibt nicht viel, nichts mit Waffen, leider nichts mit Kräutern oder so. Sehen wir mal, was egal. Muss jetzt hier, na, Adalarion. Oi, wir sind rausgeschmissen worden. Okay, Adalarion, sorry, dass ich dich gedemütigt habe. Wow, die haben da gar nichts ordentliches zum Essen. Dann schlafen wir uns mal wieder fit. Und da würde ich sagen, speichern wir ab, dann ist die Episode mal nicht über lang. So, wo ist der Tempel? Hier. Travia-Tempel. Jawohl, dann würde ich sagen, war's das für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Schwarzauge Schicksalsklinge. Ich bin's, euer Knupson. Bye, bye.